Es gibt so Tage, da läuft's einfach. Das alles in Ordnung, das Leben im Gleichgewicht, sorgenfrei. Nur verdrängen wir da nicht was? Ich meine, eigentlich schieben wir Menschen doch seit Jahrzehnten wirklich große Probleme vor uns her. Klimaerwärmung, steigende Meeresspiegel, Hungersnöte, Plastik in den Ozeanen, Verschwinden der Wälder, Artensterben, Krankheiten. Die Liste des Grauens hört gar nicht auf. Und einen brauchbaren Masterplan, der unseren schönen Planeten retten kann, konnte bisher noch keiner liefern. Aber was wäre, wenn es doch eine Lösung gäbe für all diese Sorgen? Und was, wenn die eine Antwort auf all diese Probleme Algen wären? Atmen wir mal ganz tief ein. Mindestens die Hälfte des Sauerstoffs, der sich jetzt in unserer Lunge befindet, ist von Algen gemacht. Blaualgen verdanken wir nämlich, dass wir überhaupt auf der Erde leben können. Sie waren die ersten Lebewesen der Erde, die Wassermoleküle spalten konnten und damit Sauerstoff erzeugten. Das ist ja eine unglaubliche Innovation, die da stattgefunden hat, weil es genau ein Enzym brauchte, dass das konnte. Und das waren die sogenannten Blaualgen, Cyanobakterien. Und diese Blaualgen sind heute wiederzufinden als Chloroplasten in dem, was wir Pflanzen nennen. Man könnte auch sagen, Algen haben damals vor Milliarden von Jahren ihre Agenda radikal durchgesetzt. Die Atmosphäre bestand aus Gasen wie Methan, Ammoniak, Stickstoff auch. Es hat also nach Ammoniak gestunken, bestimmt, ne? Weil das damals existierende Leben mit dem Sauerstoff, den die Algen produziert haben, nicht zurechtkam, verschwand es zu 90% und machte Platz für neues Leben. Für uns zum Beispiel. Mikroalgen sind zwar winzig und Makroalgen wirken auch eher harmlos, aber Algen sind mächtig. Und jetzt, wo wir Menschen unser Leben auf diesem wunderbaren Planeten vor die Wand fahren, jetzt könnten sie uns vielleicht noch mal helfen. Ich bin überzeugt, dass wir die Welt mit Algen retten können. Weil die Algen in der Vergangenheit auch immer das Weltklima verändert haben. Und jetzt, wenn wir sie entsprechend benutzen, können sie das wieder schaffen. Letztendlich stammt die Energie, die wir täglich nutzen, auch aus Algen. Fossile Brennstoffe wie Kohle und Erdöl entstanden ja aus Pflanzen, zum Beispiel aus Algen. Vor Millionen von Jahren haben sie die Energie der Sonne gespeichert. Und damit können wir heute Auto fahren, heiß duschen oder in Fabriken viele schöne Sachen herstellen. Nur erstens sind diese uralten Energiespeicher irgendwann leer und zweitens haben wir den ganzen Kohlenstoff darin als CO2 in die Atmosphäre geblasen. Und deshalb heizt sich unser Planet jetzt immer weiter auf. Das können wir nicht zulassen. Wir müssen das stoppen. Ja, der Zustand der Erde besorgt mich zutiefst. Ich habe zwei Kinder und ich möchte gerne diesen beiden eine lebenswerte Welt übergeben. Der Planet, auf dem wir leben, verändert sich gerade sehr schnell. Und wir ändern uns nicht schnell genug. Trotzdem glauben diese Wissenschaftler, dass wir die Erde für uns Menschen erhalten können. Mit Algenhilfe. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Kieselalgen, die Diatomeen, die von Meeresforschern besonders geschätzt werden. Die winzigen Dinger sind ja auch irgendwie magisch. Als ich als Kind in einem Bilderbuch von den Zeichnungen von Ernst Haeckel
die entdeckt habe und dann mein Vater mir so ein kleines Apothekermikroskop geschenkt hatte und ich sozusagen erstes Mal diese Wassertropfen der Meere unter dem Auge hatte und gesehen habe, wie die aussehen, da fand ich die einfach bezaubernd schön. Die haben ja Schalen aus Glas und ich habe mir die angeschaut und gestaunt, was es für wahnsinnig schönes Leben im Meer gibt. Ihre Lieblingsalgenart ist die Kieselalge Melosira arctica, die sie in der Arktis unter dem Eis beobachtet hat. Man sieht das natürlich von oben nicht. Von oben sieht die Scholle weiß aus. Aber wenn man runterguckt mit einer Kamera, dann sieht man, alles ist grün. Und da drin verstecken sich Tiere. Es sind ja trotzdem Einzeller, aber sie wachsen kolonial. Sie bilden riesige Fäden, die können meterlang sein und produzieren enorm viel Schleim, mit dem sie sich schützen und auch eben anheften können. Wenn Mikroalgen in Massen auftreten, sind sie nämlich gar nicht mehr winzig. Im Gegenteil, dann kann man sie sogar aus dem Weltraum sehen. Und den ganzen Tag machen sie nichts anderes, als die Energie der Sonne einzufangen. Genau, sie machen Photosynthese. Man könnte auch sagen, die klimafreundlichste Energiegewinnung der Welt. Und dabei binden sie Kohlenstoff, den sie für Tausende von Jahren im Boden der Tiefsee lagern. Wenn man sich jetzt die Meeresoberfläche vorstellt, dann oben sind die Wellen, oben ist das Sonnenlicht durchflutete Stockwerk. Das könnte vielleicht so im Südozean 200 Meter tief sein, weil es sehr sauberes, klares Wasser ist. Und in der Nordsee ist es nur wenige Meter, weil dort sehr viel Trübstoff schwimmt. Und da drin wachsen die Algen, denn sie brauchen Sonnenlicht, um Photosynthese zu betreiben, um die Energie zu haben, CO2 aus dem Meer aufzusaugen und Biomasse zu bilden. Was dann wieder die Nahrung für viele andere Lebewesen ist. Kleine Ruderfußkrebschen in der Nordsee, die Algen fressen, die dann gefressen werden von einem Hering und von einem Kabeljau. Oder im Südozean der Krill, der in Massenschwärmen kommt. Oder die Wale, die diese Algen direkt aufnehmen und in Biomasse verwandeln. Wenn die dann wieder absterben und wenn die ihre Essensreste ausscheiden, dann entstehen Klumpen, der sogenannte Meeresschnee, und der rieselt runter bis auf den Meeresboden. Und dann ist der Kohlenstoff aus der Atmosphäre für Tausende von Jahren weg. Biologische Pumpe nennt man diesen Kohlenstofftransport in die Tiefe. Gäbe es sie nicht, wäre der Gehalt an Kohlendioxid in der Atmosphäre doppelt so hoch. Das ist er. Echter Tiefseeboden. Was ich an dem Tiefseeton so mag, ist, dass er wirklich unglaublich weich und geschmeidig sich anfühlt. Wenn man ihn probiert, dann ist es ganz salzig. Und was vor allen Dingen witzig ist, ist, dass uns dieser Tiefseetonschlamm für kosmetische Zwecke verkauft wird. Gut für die Haut, gesund, machen Sauerstoff zum Atmen, binden das klimaschädliche CO2. Eigentlich retten uns Algen ja schon die ganze Zeit. Und wir müssen denen nicht mal Steuern bezahlen dafür. Es wäre vielleicht mal an der Zeit, in eine andere Richtung zu denken, als das ehemalige Grünzeug in Form von Kohle und Erdöl zu verheizen. Warum nutzen wir denn stattdessen nicht frische Algen, um ihre gespeicherte Energie für unsere Zwecke zu nutzen? Die photosynthetische Effizienz von einer Mikroalge ist etwa viermal so gut wie von einer terrestrischen Pflanze. Die wächst etwa zehnmal schneller dadurch als jede terrestrische Pflanze und ist eben damit sehr, sehr effizient in der Umwandlung von CO2 zu Biomasse und werthaltigen Stoff. Sogar Kerosin für Flugzeuge konnte Thomas Brück aus Mikroalgen schon entwickeln. Es funktioniert. Nur leider ist das Ganze zu teuer. Noch. Wir wissen erst viel zu wenig darüber, wie man Algen für solche Mammutprojekte züchten müsste. Wie warm muss es sein? Wie viel Licht brauchen sie? Und welche Algenart wächst am schnellsten und hat besonders viel Öl? Das Ziel ist immer, möglichst günstig viel Algenmasse zu bekommen. Aber dafür braucht man extrem viel Platz. Richtig, die Skalierung ist sicherlich eine Herausforderung. Hier muss man sich vorstellen, dass man für die Deckung des europäischen Biokerosinbedarfs etwa dreimal die Fläche von Korsika brauchen würde. Dreimal Korsika. So viel Landfläche haben wir nicht übrig. Allein das macht Algenenergie noch unbezahlbar.
Dazu kommt, dass es technisch aufwendig ist, an das Öl der Algen ranzukommen. Momentan gibt es in ganz Europa 370 Algenanlagen. Geschlossene Algenbioreaktoren wie die hier und offene Becken wie die. Der große Algenboom ist das nicht. Im Gegenteil. Viele Projekte wurden eingestellt, Algenjobs nicht neu besetzt. Fragt man euch, welche Probleme euch am meisten beschäftigen, hat der Klimawandel mit Abstand die Nase vorn. Aber ihr habt auch noch andere Zukunftssorgen. Die Welternährung ist euch wichtig, Krankheiten und die Plastikflut. Und manche von euch beschäftigen auch ihre Falten im Gesicht. Aber wisst ihr was? Gegen all diese Sorgen könnten Algen theoretisch etwas tun. Mit Algenbiomasse kann man unglaublich viel machen. Kunststoff zum Beispiel. Dieses Surfbrett ist aus Algen gemacht und biologisch abbaubar. Oder Medikamente. Forscher arbeiten an Algenwirkstoffen gegen Tumore und Alzheimer. Algenkosmetika für eine junge Haut hatten wir ja schon. Nicht zu vergessen, Algenbier soll gesund sein. Die reinsten Wunderwesen. Wir aber waren bisher die reinsten Algenbanausen. Wir wissen viel zu wenig über sie. Aber jede neue Algenerkenntnis oder Erfindung könnte uns ein Stückchen weiterbringen. In diesem Roller steckt ein Carbonmaterial aus Algen. Das Carbonmaterial ist eigentlich ein Zusatzprodukt zu unserem Algenkerosin. Bis zu 70% einer Algenzelle ist Algenöl. Und aus dieses Algenöl besteht aus zwei verschiedenen Teilen. Einmal einem Rückgrat, das ist das Glycerin. Und daran hängen drei Stränge an sehr langen Fettsäuren. Und wenn ich jetzt dieses zwei Komponenten voneinander trenne, dann habe ich einen Teil Glycerin, aus dem kann ich Carbonfaser machen. Und ich habe einen anderen Teil mit langkettigen Fettsäuren, aus dem mache ich Biokerosin. Und dann sind da noch die guten Nährstoffe in den Algen. Die interessieren auch den französischen Meisterbäcker Gerboin. Ich bin dann zu ihm gegangen und habe gesagt, kannst du was mit Algen anfangen, die grün sind und die 60% Proteine enthalten und ganz, ganz viel Vitamin B. Dann sagt er ja. Für ihre Experimente nehmen die beiden Thomas Brücks Lieblingsalge, die Chlorella sorokiniana, eine Grünalge aus einem See in Australien. Sie produziert besonders viel Vitamin B. Der große Vorteil von Algen ist, dass sie so schnell wachsen. Vergleicht man sie mit Raps, sieht das ungefähr so aus. Auf einem Hektar Rapsfeld wächst ungefähr eine Tonne Rapsbiomasse im Jahr. Auf einem Hektar mit Algenanlagen können in der gleichen Zeit 20 Tonnen Algenbiomasse wachsen. Okay, jetzt liefert Raps mehr Öl als Alge, aber trotzdem gewinnt die Alge. Um ein Barrel Öl zu kriegen, muss man nämlich Raps auf 1000 Quadratmetern anbauen. Algen liefern ein Barrel, wenn man sie auf nur 74 Quadratmetern anbaut. Für unsere Energieversorgung oder für Algenkerosin reicht das nicht. Aber was, wenn wir Algen als Lebensmittel nutzen würden? Wenn sie uns beim nächsten großen Problem helfen, der Welternährung. 1950 haben 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde gelebt. Die hatten 5200 Quadratmeter Ackerfläche pro Kopf. 2030 werden wir über 8,5 Milliarden Menschen sein. Die Ackerfläche pro Kopf beträgt dann nur noch 1900 Quadratmeter, was auch an Dürren und Hitzewellen liegt. Um trotzdem Nahrungsmittel für so viele Menschen auf der Erde anzubauen, könnten wir Algen wirklich gut gebrauchen. Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass Algen einen großen Teil der Nahrungsversorgung in Zukunft decken kann, weil Algen sehr divers sind in ihrem Nährstoffprofil. Nur sind Mikroalgen ja ein bisschen klein. Um die Welt zu ernähren, wären vermutlich Makroalgen praktischer, die im Meer wachsen. Also Seetang. Der nimmt überhaupt kein Ackerland weg.
Les algues sont un aliment vraiment intéressant pour l'homme. On est sur un aliment qui est riche de plein de nutriments qu'on cherche, hein, les protéines, les lipides, les glucides. C'est un aliment qui est original et en même temps qu'on utilise très peu en Europe et qui est parfois un petit peu difficile à produire parce qu'on ne maîtrise pas. Sylvain Huchette baut hier in der Bretagne die klassischen essbaren Makroalgen wie Nori oder Kombu an. Kombu Royal, auf Deutsch Zuckertang, ist sein Favorit. Obwohl er sich nur schwer festlegen kann. Er liebt sie nämlich alle, seine Algen. Elle est très jolie, cette algue. Zuckertang kommt an Küsten weltweit vor. Er kann bis zu 4 Meter lang werden, schmeckt süßlich und enthält bis zu 15% Proteine, eignet sich also gut für eine vegetarische Ernährung. Le Kombu Royal, en fait, peut avoir des textures très différentes. Et on va avoir beaucoup de recettes différentes aussi pour les préparer comme aliment. Et alors la partie extérieure, elle est très fine, elle est très, très facile à manger. Puis le ruban intérieur, en fait, il va être beaucoup plus épais et plus difficile aussi à couper. Mais ça va ressembler plus à un légume de ce fait-là. Il y a plus de croquant et c'est intéressant. Wenn die Menschen in Zukunft immer mehr Algen zum Essen brauchen, könnte es allerdings schwierig werden mit dem Nachschub aus dem Meer. Deshalb müssen wir auch für den Seetang Wege finden, ihn im großen Stil anzubauen. Und zwar nachhaltig. Schließlich sollen da nicht noch mal die gleichen Fehler passieren wie in der Landwirtschaft während der letzten 200 Jahre. Es gibt mittlerweile sogar ein Algenmanifest, in dem die Vereinten Nationen Wege skizzieren, wie der Algenanbau weltweit nachhaltig gelingen könnte. Sie nennen es die Seetang-Revolution. La révolution est en marche. On a commencé à cultiver les algues, mais aujourd'hui notre part à cette révolution, elle existe. On est là, mais elle est toute petite. On n'a pas non plus. Il faudrait, pour faire une révolution, il faudrait produire des milliers de tonnes, des millions de tonnes d'algues pour vraiment changer quelque chose. Aber dafür müssen wir noch viel über Seetanganbau lernen. Sylvain hat bei seinen Experimenten schon herausgefunden, zu welchem Zeitpunkt im Jahr sein Zuckertang die meisten Nährstoffe enthält und wann den wenigsten Bewuchs. Er nutzt aber auch viele der Forschungsergebnisse von hier. Nur ein paar Kilometer weiter befindet sich das Roscoff-Institut der Sorbonne-Universität, der europäische Hotspot der Algenforschung. Hier lagert eine der größten Algenartensammlungen der Welt. Und internationale Algenspezialisten entdecken jeden Tag etwas Neues. Es gibt noch massenweise offene Fragen, denn es existieren über 500.000 Algenarten. Nur ein Bruchteil davon ist untersucht. Und Algen sind ganz anders als terrestrische Pflanzen. Wir müssen noch viele Algengeheimnisse knacken, damit wir sie lohnend für die ganze Welt anbauen können. Diese Algenfarm und die Leinen im Meer sind heute noch so kostspielig, dass die teuren Algen nur von Edelrestaurants gekauft werden. Sylvain kann sich den Anbau auch nur deshalb leisten, weil er mit seinen Algen ganz besondere Feinschmecker füttert. Die hier. Normand est un animal assez gourmet quand il s'agit de choisir les algues qu'il va manger. Il va choisir les algues que nous, on va choisir dans notre alimentation. Nur weil ihm die Perlmutterschnecken einen so guten Gewinn einbringen, kann er auch Algen für Menschen anbauen. Wie soll da jemals der Algenanbau für die breite Masse klappen? Techniquement, on se rapproche des techniques qui sont imaginables pour passer à des échelles vraiment supérieurs. Mais est-ce qu'on peut les pousser à des volumes plus importants? C'est une question qui est assez compliquée. Es wird also auch bei Makroalgen noch dauern, bis sie im industriellen Maßstab angebaut werden und damit helfen können, die Welt zu ernähren. Ein bisschen enttäuschend. Genug Algen zu züchten, um richtig was zu verändern, das ist noch zu teuer.
egal ob Mikroalgen oder Makroalgen. Und mit Edeltörtchen oder Abalonenfutter werden wir die Welt nicht retten. Zum Weltretten müsste man größer denken, viel größer. Man müsste einen gewaltigen Teil der Welt grundlegend umstrukturieren, um sie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wir haben also ungefähr 500 Gigatonnen Kohlenstoff verbrannt bisher. In Form von Kohle, Öl, Gas. Also wenn wir jetzt also das stabile Klima wieder zurückbekommen wollen, das wir in den letzten 10.000 Jahren hatten, dann müssen wir diese Menge entfernen. Seine Weltrettungsidee? Gigantische Algendschungel anbauen, die ebenso gigantische Mengen an CO2 binden. In den sogenannten ozeanischen Wüsten. Also diese ozeanischen Wüsten, die bedecken die Hälfte der Erdoberfläche. Die sind nördlich und südlich des Äquators. Sie erstrecken sich also von Küste zu Küste. Die sind also riesige, sich drehende Warmwasserlinsen, die glasklar sind, weil da keine Nährstoffe sind. Und die könnte man also nutzen. Das Meer besteht aus verschiedenen Schichten. Ungefähr so wie ein Kaffeelatte. Wobei die obere Schicht warm und nährstoffarm ist, also eigentlich gar nicht geeignet für Algenanbau. Deshalb will Viktor Smetacek das Wasser mit den Nährstoffen aus der Tiefe heraufpumpen, mit riesigen Rohren. Das wäre vergleichbar, die Besiedlung der Flusstäler, ne, wie im Nil oder im Euphrat, Tigris-Euphrat, Mesopotamien, wo man dann also durch Bewässerungskanäle dann also eine völlig neue und gesicherte Landwirtschaft entwickelt hat. Und das war also der Ausgang für die Zivilisation unserer Erde. Und das werden wir jetzt in den Ozean wiederholen. Die wuchernden Algenwälder und damit auch den gebundenen Kohlenstoff darin will Smetacek nachhaltig nutzen. Zum Beispiel, um Algenkunststoff daraus zu machen. Für die Rohre. Eine andere Überlegung, die Algen pressen und als Ballen in der Tiefsee versenken. Das wäre wie eine selbstgebaute, extrem effiziente biologische Pumpe. In dem hinaufgepumpten Tiefenwasser soll Smetaceks Lieblingsalge wuchern. Sargassum. Eine Braunalge, die eigentlich sehr unbeliebt ist, weil sie in der Karibik die Strände verseucht. Sie vermehrt sich irre schnell und wächst auch bei warmen Temperaturen. Viele Experten warnen deshalb vor solchen Experimenten. Manche fürchten, dass sich die Tiefsee verändern wird, wenn große Mengen an Algenballen dort unten lagern. Andere warnen davor, dass die Sargassum-Dschungel den Wirbeln entkommen könnten und die Küsten bedrohen. Wir würden also praktisch eine neue Wirtschaft entwickeln auf dem Ozean. Mit regenerativer Energie, ne, weil wir da also Sonne ohne Ende haben, aber entsprechend auch Wind- und Wellenbewegung kann man auch nutzen. Und wir würden natürlich alles nicht so profitorientiert machen, ne, weil es ja um das Wohl der Gesamtheit geht. Ne. Okay, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber vielleicht ist viel Fantasie nötig, um die Probleme unserer Welt zu lösen. Das Absurde ist, obwohl wir ihre Hilfe dringend brauchen, sind wir nicht mal besonders nett zu den Algen. Für die Algen ist es wichtig, einen kühlen Ozean vorzufinden. Ausgerechnet ihre Kieselalgen sind gerade so richtige Verlierer. Das hat Antje Boetius an ihrer Lieblingsalge Melosira in der Arktis gesehen. Wenn es denen nicht gut geht, wenn die Meere zu warm werden, dann können sie keinen Sauerstoff bilden. Dann werden sie schwer und fallen zum Tiefseeboden. Und wir haben in 2012 bei der größten Meereisschmelze aller Zeiten dieses Leben, diese Algen, als riesige Klumpen am Meeresboden wiedergefunden und haben festgestellt, dass es sehr wenige Tiefseetiere gibt, die mit denen was anfangen können. Den Meeren und auch den Algen geht es so richtig dreckig. Sieht so aus, als würden uns die Algen doch nicht wirklich retten können. Sorry, I'm very touched by this. I'm just thinking of my kids, of my past, you know, everything I've done. And yeah. Tja, es scheint, solange wir uns nicht um die Algen kümmern, können die uns auch nicht helfen. Gute Algenideen gibt's ja, aber die ganze Welt retten, das müssen wir schon selber tun. Das ist eine Message, die ist auch leider wahr. Les algues et la révolution des algues, ça va pas nous donner une excuse pour continuer de vivre comme on vit aujourd'hui.
Il faut qu'on change. Il faut qu'on soit plus sobre et qu'on continue d'explorer ces nouvelles solutions technologiques. Algen werden es nicht alleine tun. Ich glaube, dass die Alge das Potenzial hat, einen Baustein dazu zu liefern, einfach weil sie sehr effizient CO2 fixieren kann. Aber sie wird es nicht alleine tun. Und hier brauchen wir alle möglichen Technologien, ob diese physikalisch, chemisch, biologisch sind, ist vollkommen egal. Es ist Zeit, das zu nehmen, was wir haben und auf die Straße zu bringen. Es ist denkbar. Wir können das schaffen. Wir können das schaffen. Sie werden uns das Weltretten nicht abnehmen, die Algen. Aber je mehr wir über sie wissen und je besser wir sie behandeln, desto eher können sie uns dabei helfen.